Herzlich willkommen, Nuri Sahin im Sportstudio. Sie haben das ja gerade mitgekriegt. Wie stolz machen Sie all diese Rekorde? Ja, alles sehr schön für mich gewesen. Super Erfahrung. Ich bin natürlich auch stolz auf diese ganzen Rekorde. Die habe ich mir aber mittlerweile hinter mir gelassen und konzentriere mich jetzt voll auf die Zukunft. Und nach der Karriere werde ich hoffentlich immer noch diese Rekorde besitzen. Und dann kann ich das irgendwann mal meinen Kindern erzählen, hoffentlich. Nuri Sahin, Sie unterstützen eine Aktion mit dem Titel Respekt, waren dazu auch in Ihrer alten Schule in Meiner Zagen. Genau. Was ist das für eine Aktion und warum unterstützen Sie die? Ja, das ist eine Sache gegen Rassismus, an der einige Spieler von uns teilnehmen und ich mich auch jetzt speziell auch an meiner Schule dafür vorgestellt habe. Einige Bilder, die das nochmal dokumentieren, genau. Eigentlich vorbereitet. Vielleicht kommen die noch. Aber Sie können ruhig weiter erzählen über die Aktion. Respekt, kein Platz für Rassismus heißt das. Und heutzutage gibt es ja immer wieder rassistische Äußerungen. Und jetzt bei uns in Deutschland nicht so viel, aber man bekommt das ja im Fußball mit. In Italien ist es ja ein bisschen extrem dort. Und wir, bekannte Fußballer, Prominente, versuchen da unseren Namen einzubringen und die Sache zu unterstützen und ja, dass Rassismus keinen Platz in Deutschland hat und dafür sind wir da. Es geht ja auch immer um faires Miteinander. Sie sind gut im Sauerland, aber doch auch nah am Ruhrgebiet mit aufgewachsen. Wie respektvoll empfinden Sie das Miteinander von Türken und Deutschen im Ruhrgebiet? Ja, es gibt immer wieder mal Fälle, wo es zu Problemen kommt, aber im Großen und Ganzen denke ich, dass wir jetzt in unserer Generation speziell sehr gut miteinander auskommen und dass man sich gegenseitig respektiert, um nochmal auf das Respekt zurückzukommen. Und bei mir sowieso jetzt bei den Fans und so habe ich ja gar keine Probleme. Die sehen mich ja eher als Dortmunder, nicht als Türken. Deswegen also. Warum haben Sie sich für die Türkei entschieden vor ein paar Jahren damals? Das hat der Trainer gerade gesagt. Ja, genau. Nein, für mich. Ich musste mich entscheiden zwischen Deutschland und der Türkei. Der DFB hat sich um mich gekümmert, dafür möchte ich mich auch heute nochmal bedanken und hatte ein sehr gutes Gespräch damals mit dem U20-Trainer, mit dem Michael Skibbe, den ich auch persönlich kenne und sehr schätze. Und ich habe ihm aber ganz klar ausgedrückt, dass ich bei Dortmund meine Karriere in Deutschland weiterverfolgen will, dadurch eine Seite sozusagen für Deutschland aufgehoben habe, für meine zweite Heimat. Und meine Eltern sind türkisch, ich bin türkisch aufgewachsen und habe alle Jugendmannschaften von der Türkei durchgespielt. Und da wäre es einfach nicht respektvoll gegenüber dem Verband, sich gegen zu entscheiden. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass andere Spieler, die immer für Deutschland gespielt haben in der Jugend, sich für Deutschland entschieden haben. Und genauso ist es bei mir. Also ich decke sozusagen beide Seiten ab. Ich bin in Deutschland, verfolge meine Karriere weiterhin bei Borussia, bei einem der größten Vereine in Deutschland und vernachlässige aber meine Heimat nicht und spiele halt für mein Land. Ein sehr populärer Comedian, unterstützt diese Aktion ebenfalls. Den begrüßen wir heute hier auch im aktuellen Sportstudio. Herzlich willkommen, Bülent Ceylan. Bülent Ceylan. Hallo. Rüber in die Mitte, kommt. So. Er hat gerade gesagt, Mutter Türkin, Vater Türkin. Wie ist das bei Ihnen? Ja, bei mir ist es, meine Mutter ist deutsch. da freuen sie sich. Nee, die sind auch katholisch. Er hat gesagt, du, wenn wir Fußball gucken, dann bist du für Deutschland. Und wenn der Vater von der Toilette kam und dann wieder zugeguckt hat, dann hat die Mutter gesagt, trotzdem. Ne, also deswegen mittlerweile habe ich so einen Mittelweg gefunden, weil ich so halb getürkt bin, sage ich immer, was bist du? Ja, weil wenn zum Beispiel jetzt im Oktober ist ja das Spiel, Türkei gegen Deutschland, dann sage ich, ja, für wen bist du? Für Waldhof Mannheim. Was? Da lacht. Ja, das ist, spielen wir mal jetzt im Zettel, ja?
aber ich hab. Ich hab's auch schwierig. Er hat ja, die Mutter ist bei dir, ne? Nuri, bei dir ist Mutter türkisch, Vater türkisch. Ja. Und du sagst auch Baba, ne? Natürlich, Baba. Ich hab Vater sagen müssen. Ne? Ja. Meine Mutter hat gesagt, du bist ein Monem, du sagst Vater mit DDAA fertig. Das ist das, also, trotzdem habe ich trotzdem türkische Wurzeln und das ist mir. Also, zum Beispiel Bauchtanz. Bist du schon mal? Ja, ich bin ein bisschen jünger als ihr. Und Respekt, was hat das mit Respekt? Also das Buch, ich meine, man ist zwar Komiker und so weiter und dann, man sagt ja immer, Komiker sollen respektlos sein irgendwo und sticheln, aber Respekt, das stimmt so nicht. Also man macht sich darüber lustig, über Klischees oder wie auch immer, aber um eigentlich das Klischee wiederum zu brechen. Ja? Und deswegen ist Respekt, also zum Beispiel in meinem Programm geht es auch über Rassismus, aber gerade das ist ja auch, es ist ganz wichtig, dass man Respekt gegenüber Leuten zeigt. Also auch im Comedy-Bereich zum Beispiel, die Zuschauer, es ist so schön, wenn türkische Zuschauer da sind, Griechen auch. oder auch Deutsche, die natürlich viele Deutsche sind, natürlich auch Chinesen, wie auch immer. Wenn das so gemischt ist, das Publikum, und die lachen miteinander, das ist das Schönste, was es gibt. Und das ist Respekt auch. Beim Lachen fängt es auch schon an. Das haben Sie geschafft. Vielen Dank schon mal, Bühne und Seeland. Und auf die Vorwand schießen wir gleich auf. Vorwand schießen. Ja, ne? Mit Respekt.